Ich habe die Odensei Mystery Boxen bestellt. Einmal die kleine und einmal die große. Wenn ihr wissen wollt, was da drinnen ist, bleibt gern dran. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich bin wahnsinnig gespannt. Das sind meine ersten Odensei-Produkte überhaupt. Ich habe noch überhaupt nichts von der Firma. Und es gab jetzt in Mystery Boxen eine kleine, da nehme ich an, dass das die ist. Und eine große, da nehme ich an, dass das die ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der kleinen Box. Ich habe für beide zusammen ungefähr 110 Euro bezahlt. Genau kann ich es euch jetzt gar nicht mehr sagen. Ja, und wenn ich die jetzt aufmache, habe ich hier so ein kleines Päckchen liegen. Und dann noch ein Zettelchen. Oh, ist das schön. Wow. Einfach dieses Päckchen hier auch. Ist auf jeden Fall gut verpackt, was natürlich wichtig ist, weil es doch eine weite Reise gemacht hat, dass da nichts kaputt geht. So, da habe ich als erstes mal so ein kleines Stoffsäckchen mit einem Druckknopf. Und da ist, was ist da drinnen? Eine Kette. Ich hole die nur schnell raus aus dem Plastiksäckchen. So, aber jetzt, wow. Ein Herz. Wunderschön. Und hier auch hinten. Bei der Verlängerung haben wir auch noch so ein kleines Herzchen hängen. Ist das schön? Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich das Schmuck auch bekomme, ganz ehrlich. Wow. Sehr, sehr schön. Und dann auch noch so toll verpackt. Also, wow. So, das nächste ist gut verpackt. Mal schauen. So, Nuance Mesmerizer. Schauen wir mal, was das ist. So, schaut auch innen so aus. Ich finde die Verpackung auch wunderschön. Und das ist ein Highlighter, wie ich mir schon gedacht habe. Auch sehr, sehr schön. Ich will einmal die Folie runtergeben. Na, gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, was ich heute habe mit den Swatches. Heute kriege ich es nicht so hin. Na, es wird sicher werden. Aber auf jeden Fall ist er schon sehr, sehr schön. Wow. Und dann habe ich hier noch eine Palette. Und zwar die Trick-or-Treat-Palette. Auch eingepackt nochmal. So, das sind die Farben. Sehr, sehr schön. Vor allem das Grün, das Orange, das Gelb. Wow, der Ton schaut interessant aus auch. Cool. Sehr schön. So. Das war jetzt die kleine Box. Die war ja auch schon mal toll. Und jetzt kommt die große Box. Da ist auch die Verpackung ganz anders und schon sehr schön gestaltet. Und da ist eine Menge drinnen. Auch gut verpackt. Dann schauen wir mal. Hier habe ich mal zweimal anscheinend Spuck drinnen.
zweimal so Verpackungen. Mal schauen. Bin gespannt. Ohrringe. Voll cool. Auch die sind nochmal eingepackt. Nein, einer ist nochmal eingepackt. Dann zeige ich euch mal den einen. Wow, der ist schön. Die sind echt schön. Ja, hier ist der zweite, der ist nochmal eingepackt. Ich lasse das jetzt, weil das Ganze auspacken dauert ja eh immer ewig. Und was habe ich im anderen Säckchen drinnen? Wieder was anderes. Das ist echt super. Dass ich da nicht das gleiche drinnen habe, da freue ich mich sehr. So, aufmachen. Das ist ein Armband. Gehört auch eindeutig zu dieser Herzchenreihe dazu. Genauso wie die Ohrringe. So sieht das aus. Mit den Herzchen, die auch das schon auf der Kette war, das Herzchen und die Herzchen von den Ohrringen. Wunderschön. Ein wunderschönes Set habe ich da jetzt, da freue ich mich mega drüber. Wow. Dann habe ich hier mal eine Palette. Und das ist die Planet Spirit Palette. Die packe ich euch natürlich. So sieht sie ohne Spiegeln aus. Und so sieht sie innen aus. Sehr, sehr bunt. Aber das ist ja genau meines. Da finde ich auch fast alle Farben richtig schön. Eigentlich alle Farben sind richtig schön. Ich bin echt gespannt drauf. Wow. Oh, die Verpackung noch drüber. So, ich bin gespannt. Das sind jetzt nur noch zwei Paletten, soweit ich das sehen kann. Und keine ist doppelt. So, das ist jetzt einmal die Hummingbird Palette. Die ist schön mit dem Vogel drauf. Ich liebe Vögel. Und die glänzt doch so schön. Wow. Und die Farben. Und die Farben sind ja richtig toll auch. So, so schön. Ich mach's mal so, dass der Spiegel nicht so blendet. Sehr, sehr schön. Eine wunderschöne Palette. Wow. Und die letzte Palette ist die Hey Reindeer Palette. Eine Weihnachtspalette. Auch schön. Wie gesagt, ich habe ja noch nichts von Odens Ei, deswegen ist das für mich einfach mega. Und das, wow, die schaut. Also ich zeige euch nochmal das Außen. Und die ist mega. Die ist richtig schön. Wow. Die gefällt mir von allen am besten, weil ich alle wirklich toll finde. Und mich total drüber freue. Das wird auf jeden Fall alles ausprobiert werden. Und ja, freut euch da schon mal auf Shorts dazu. Auf jeden Fall waren da jetzt auch, da waren jetzt drei Paletten und der Schmuck drinnen. Wow. Finde ich wirklich toll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die zwei Boxen findet, was ihr zu den Paletten sagt und zum Schmuck.
Gefallen euch die Sachen? Habt ihr euch auch die Odens Eye Mystery Box, so kleine oder große, bestellt oder beide? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich drüber, wenn ihr mir schreibt. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video da lasst. Wäre für meinen Kanal auch ganz toll und wichtig. Und ich würde mich, wie gesagt, mega freuen drüber. Ja, und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!